Ja, hier so ein Bluetooth-Freisprecher für den Motorhelm. Brauche ich das wirklich oder kann ich auch alles, was ich während der Fahrt machen will, mit einem normalen Headset machen? Hier der Kabelvariante oder auch der kabellosen Variante? Das klären wir in diesem Video. Deswegen jetzt viel Spaß dabei. Mein Name ist Marc und ich darf dich heute hier auf dem Kanal von Helm Express begrüßen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wenn du neuer Zuschauer bist, tob dich gerne hier mal aus. Hier kannst du ein Abo dalassen, komplett kostenfrei, selbstverständlich. Wir schauen uns heute an, für wen es sich anbietet, sich wirklich ein spezielles Helm-Bluetooth-Freisprechgerät zu kaufen und wer dann auf solche Lösungen zurückgreifen sollte. Denn letztendlich ist es mir persönlich egal, wo beim Motorradfahren die Stimme des Gegenübers wegkommt oder wo auch die Musik wegkommt. Hauptsache, sie kommt da weg und das ist verlässlich und eine vernünftige Qualität. Und deswegen sprechen wir heute darüber, welche der beiden Varianten die sinnvollere ist in jeglicher Hinsicht. Also wir werden uns verschiedene Kriterien anschauen, die eben für das eine oder andere vielleicht sprechen. Und der erste Punkt ist natürlich das Thema Verfügbarkeit und vor allen Dingen Preis. Denn sowas hier bekommt man eigentlich bei jedem Handy dazu. Und sowas hat man vielleicht auch für den Spaziergang mit dem Hund. Also man besitzt diese Geräte ja oftmals schon. Zumindest dieses hier kann mir keiner erzählen, dass er sowas nicht zu Hause hat. Und das hier ist ja schon was Spezielles, was man sich fürs Hobby kauft. Der Preispunkt geht also ganz klar an das Handy-Headset. Für den nächsten Punkt, nämlich das Thema Bequemlichkeit, möchte ich gerne mal mit euch zusammen in einen Bluetooth-Intercom reinschauen, um uns anzuschauen, wie das Thema Lautsprecher da gehandhabt wird. Ohrstöpsel kennen wir alle. Da wissen wir, wie das funktioniert. Das ist beim Intercom ein bisschen anders. Ich zeige es auch mal. Es kommt dann ungefähr so an. Und mir geht es hier an dieser Stelle nicht ums Intercom selbst, sondern um die Trägerplatte. Nehme ich jetzt mal hier raus und habe dann hier auch die Lautsprecher. Die sehen letztendlich so aus. Das sind also Lautsprecherpads. Ich habe hier nichts, was direkt in mein Ohr hineinkommt. Und dementsprechend habe ich auch eine andere Herangehensweise. Jetzt ist es oft so, dass ein Helm auch keine Aussparung hierfür hat. Das ist überhaupt kein Problem aufgrund der niedrigen Aufbauhöhe. Also es ist ja wirklich nicht viel, was das hier aufträgt. Kann ich das problemlos machen. Ich stecke das einfach zwischen Polystyrolkalotte und Innenfutter, höre den Ton, aber habe eben auch keinen großen Druck und nichts. Das ist ein bisschen anders, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, dass wenn ich hier die Ohrstöpsel im Ohr habe, dass es hier irgendwann anfängt zu drücken. Das geht eine Stunde, es geht auch anderthalb Stunden, aber irgendwann wird es unangenehm, wenn ich habe es hier immer quasi einen gewissen Druck. Dementsprechend geht für mich der Bequemlichkeitspunkt definitiv an das Bluetooth-Intercom mit den Lautsprecherpads. Eine Frage, die ich tatsächlich dann hin und wieder gestellt bekomme, ist, welche Helme haben denn die Aussparung für die Lautsprecherpads, wo die dann so eingesetzt werden können, also eine Aussparung in der Polystyrolkalotte drin. Das hat das ein oder andere Helmmodell, aber ich bin auch wirklich schon einige Helmmodelle gefahren, ohne, auch privat. Und aufgrund der geringen Aufbauhöhe, wo sich auch, seit ich die Geräte benutze, seit 2014, nicht viel dran getan hat. Also das ist ja auch nicht viel, das sind irgendwie 5 mm. Das tut wirklich niemandem weh und man kann auch getrost das in Helme einbauen, wo das eben nicht ursprünglich für vorgesehen ist. Das ist kein Problem an der Stelle. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, welche der beiden Lösungen, also das Headset oder das Bluetooth-Freisprechgerät, ihr aktuell verwendet. Das würde mich wirklich interessieren. Und vor allen Dingen, wenn ihr das Headset verwendet, drückt das bei euch auch, drückt das vielleicht gar nicht oder sofort, sodass ihr es gar nicht benutzen könnt. Das würde mich wirklich nochmal interessieren. Kommen wir zum nächsten Punkt und damit ohne Überleitung weiter, nämlich der Bedienerfreundlichkeit. Wir als Motorradfahrer wollen natürlich uns eigentlich aufs Motorradfahren konzentrieren und nicht irgendwas Aufwendiges bedienen. Ganz egal, ob ihr jetzt das Bluetooth-Freisprechgerät am Helm bedient oder ob ihr das Handy bedient und damit euer Headset, macht es während des Stehens, denn es geht um unsere Sicherheit. Das nur als kleiner Disclaimer vorweg. Generell ist es so, dass wir das Thema Bedienerfreundlichkeit so ein bisschen diverser anschauen müssen. Währenddessen wir beim Bluetooth-Freisprechgerät zumindest die grundlegenden Sachen wie das Pairing mit anderen Geräten, Lautstärke, Wechsel von Musik auf Radio und so, das können wir alles so machen oder auch eben über eine Fernbedienung am Lenker. Beim Handy wird es schon mal ein bisschen problematischer, denn das können wir in der Regel nicht so einfach bedienen. Ja, wir können das am Lenker unterbringen, gar kein Problem. Aber die Bedienung und die Justierung gar während der Fahrt, was wir natürlich nicht sollten, ist nochmal ein spezielles Thema, sodass die eigentliche Bedienung mit Sicherheit beim Handy einfacher ist, weil das die Apps sind, die wir grundsätzlich benutzen. Aber einfacher, weil zugänglicher, auch wenn man jetzt gerade anhält und quasi den Helm nicht absetzt und nichts macht oder die Handschuhe ausmacht, damit man eben das Handy bedienen kann. Da haben wir eben den Vorteil beim Bluetooth-Freisprechgerät, generelle Einfachheit der eigentlichen Bedienung. Musik auswählen, andere Playlists etc. ist mit Sicherheit direkt über das Handy ein bisschen einfacher. Wobei wir das eben auch hier nutzen können, sodass es eben kein Nachteil ist. Das heißt also, Bedienerfreundlichkeit ist eigentlich beim Bluetooth-Freisprechgerät höher.
Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Konnektivität. Wir sind bei Bluetooth-Freisprechgeräten, die ein eigenes Netzwerk zur Kommunikation aufbauen, so ein bisschen eingeschränkt. Denn zum Beispiel der Hersteller hat jetzt meinetwegen nur die Möglichkeit, dass man mit Geräten des gleichen Herstellers kommuniziert. Das ist sonst relativ problematisch. Es geht unter Umständen, aber in der Regel können nur mit Geräten des eigenen Herstellers kommuniziert werden. Wobei immer mehr sich eine Plattform eigentlich ausbreitet, nämlich die Sena-Plattform, die auch immer mehr von anderen Helmherstellern aufgegriffen wird, sodass für deren integrierte Geräte, zum Beispiel bei Schubert, Shoei, Nex, dass dort auch Sena-Software genutzt wird, sodass eben auch die externen Geräte direkt mit den internen Geräten der jeweiligen Hersteller kommunizieren können, was eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist. Es hat also quasi so ein bisschen den Trend von ja, einem WhatsApp, was eben als Basis genutzt werden kann, wo dann eben jeder eigentlich diese Plattform hat. Sonst bin ich eingeschränkt, währenddessen ich beim Handy eben die freie Auswahl habe. Hier brauche ich kein iPhone, um mit einem anderen iPhone zu telefonieren. Ich kann komplett uneingeschränkt sprechen, habe dann aber auch die Thematik, dass ich eben aufs Telefonnetz angewiesen bin. Während die Bluetooth-Freisprechgeräte eben ein eigenes Netzwerk aufbauen, bin ich beim Handy grundsätzlich auf das allgemeine Telefonnetz angewiesen und kann da in abgelegenen Bereichen, gerade bei uns hier in Deutschland, schon mal ein bisschen Problematik haben mit der Verbindung und habe dann den Nachteil in der Konnektivität, es sei denn, ich kann wirklich über Sprachbefehle steuern, das kann ich ja auch beim Handy, genauso wie beim Bluetooth-Freisprechgerät, dann kann ich den Anruf erneut starten. Generell ist es so, dass man deutlich weniger Abbrüche hat, wenn man ein Bluetooth-Freisprechgerät hat im Verhältnis zum Handy, gerade in deutschen Gefilden. Telefonieren können wir natürlich auch über das Intercom, das heißt also, wir haben hier eine größere Funktionalität, können über das Telefonnetzwerk sprechen, als auch über das eigene Netzwerk des Intercoms und haben dann eben eine größere Bandbreite. Wenn wir telefonieren jedoch, egal ob über das Headset oder über das Intercom, sollten wir darauf achten, dass wir eine Flatrate haben, sonst können die Verbindungskosten relativ teuer werden, gerade wenn man eine längere Zeit spricht. Darauf sollten wir auf jeden Fall achten. Und zudem, wenn man telefoniert über das mobile Netz, kann man mit einer Person sprechen und vielleicht noch eine zweite dazu holen. Dann brauchen wir eigentlich schon wieder zusätzliche Software, um mit mehreren Personen zu sprechen. Haben wir hier überhaupt nicht das Thema. Wir können mindestens mit 4 oder eher mit 8 Personen sprechen. Über das Mesh-Netzwerk mit unendlich vielen sind hier also sehr, sehr viel flexibler, was die Gesprächspartner angeht. Daher geht der Punkt für die bessere Konnektivität definitiv ans Helm-Intercom. Und dann kommen wir noch zu einem Thema, was ebenfalls ganz wichtig ist, nämlich die Akkulaufzeit. Wir wollen ja die ganze Tour übersprechen können, ohne Verbindungsabbrüche aufgrund leerer Akkus zu haben. Und da ist auch eine Thematik, dass Bluetooth-Intercom, was ja gerne mal 8 Stunden aufwärts an Akkulaufzeit hat, hier sind wir also relativ uneingeschränkt, währenddessen sowas ja erstmal durch den Akku des Handys mitversorgt wird. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ja, ein bisschen zieht es halt auch. Das hier hingegen hat genauso einen eigenen Akku wie auch das Helm-Intercom. Dementsprechend haben wir hier keine Vor- oder Nachteile. Generell ist es so, dass natürlich auch, wenn die Sprachausgabe zwar über euer Intercom stattfindet oder über euer Headset stattfindet, wir natürlich trotzdem die Rechenleistung etc., die Transferleistung des Handys haben, das den Anruf tätigt etc. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Den Telefonanruf wird immer euer Handy belasten, währenddessen das Netzwerk, was hierdurch aufgebaut wird, in keiner Form euren Handy-Akku belastet. Denn beim Telefonieren oder auch beim Musikhören kann es schon mal sein, dass euer Handy-Akku vor dem Intercom die Gerätsche macht, denn die sind schon relativ effizient, was ja, die Akkulaufzeit angeht. Dementsprechend würde ich da wirklich empfehlen, wenn ihr eine lange Laufzeit haben wollt und lange sprechen können wollt, nehmt auf jeden Fall das eigene Netzwerk, dafür sind sie auch schließlich ausgelegt und schont dabei euren Handy-Akku parallel, währenddessen hier das eigentliche Telefonieren euren Handy-Akku massiv leersaugen wird, sodass ich euch da auf jeden Fall empfehlen würde, nehmt eine Powerbank mit, denn da kommt ihr sonst nicht durch den Tag. Was vielleicht auch nochmal einen eigenen Punkt wert wäre, nämlich die Komfortabilität, wenn so ein Intercom abbricht, also die Verbindung abbricht, dann sucht es das in der Regel wieder. Währenddessen war hier schon definitiv neu wählen müssen und einen neuen Anruf starten müssen. Da verbindet sich so ohne weiteres nichts neu. Kommen wir jetzt zur Klangqualität. Das heißt also, wie gut hört sich das an, wenn ich Musik höre oder wenn ich einen Gesprächspartner habe? Wie ist es hiermit im Gegensatz zu dem? Wir haben hier in den letzten Jahren schon extreme Fortschritte gemacht, denn am Anfang war die Klangqualität der Lautsprecherpads so geht so. Jetzt gibt es aber auch, wenn wir jetzt beim Hersteller Sena bleiben wollen, da mittlerweile auch wirklich High Quality oder HD-Lautsprecher, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, auf jeden Fall eine bessere Variante. Denn es ist generell so, wir brauchen schon ein sehr ordentliches Bluetooth-Intercom, meiner Erfahrung nach, um klangtechnisch mit so einem einfachen Ohrstöpsel für 20 Euro, also dieser jetzt nicht, aber mit so einem 20 Euro Ohrstöpsel mithalten zu können. Und das ist aber eine Entwicklung, die definitiv die Intercoms gerade machen, sodass wir da auch immer besser werden.
was die Lautstärke angeht, was aber auch den Bass angeht, die komplette Qualität. Was die Klangqualität angeht, bin ich daher so ein bisschen zwiegespalten. Ich brauche schon echt ein gutes Intercom, um da mithalten zu können. Daher geht der Klangpunkt vielleicht eher sogar noch an die herkömmlichen Ohrstöpsel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wie seid ihr im Hinblick auf die Klangqualität eingestellt? Was findet ihr da besser? Was ist da für euch das Vorteilhaftere? Mhm. Währenddessen die Klangqualität beim Telefonieren natürlich auch davon abhängt, wie gut die Verbindung ist. Da kann dann euer Intercom, sei es jetzt das oder das Headset, gar nichts für. Zusammenfassend können wir daher sagen, die Punkte gehen weitestgehend ans Intercom. Ich meine, das ist auch dafür da, abgesehen vom Preispunkt. Dementsprechend können wir sagen, dass wer nur mal eben eine Lösung haben will oder vielleicht das mal ausprobieren will, der kann da schon ein bisschen was machen. Natürlich vorausgesetzt, dass das für euch geht, dass das nicht zu sehr in den Ohren drückt, weil dann könnt ihr euch nicht richtig konzentrieren, was natürlich auch absoluter Mist ist. Währenddessen ein vernünftiges Intercom, gerne auch gegebenenfalls ein gebrauchtes, weil die sind wirklich langhaltend und da hat man jahrelang was von, da kann man nicht viel mit falsch machen. Also das macht einfach Spaß beim Motorradfahren, man muss es wirklich sagen. Und dementsprechend kann ich sagen, wer eine einfache, schnelle, kostenlose Lösung haben will, der kann das machen. Für all diejenigen, die wirklich auch ein bisschen Geld in ihr Hobby Motorradfahren investieren können und schon eine vernünftige Ausrüstung natürlich haben. Denn sowas kommt für mich immer erst, nachdem ich natürlich eine vernünftige Ausrüstung habe. Dann kann man sowas machen, kann sich das auch mal zu Weihnachten schenken lassen. Und es macht richtig, richtig Spaß und das ist definitiv die optimale Lösung. Dementsprechend also einfach und schnell, um es nochmal zusammenzufassen, einfach und schnell mit dem Handy-Headset, vernünftig, langanhaltend und vor allen Dingen konnektiv, gut verbindend auch mit anderen Leuten. Wenn er jetzt einen am Stammtisch kennenlernt und so, dann ist da die Chance relativ groß, dass er auch so ein Headset hat und dass er damit vernünftig sprechen könnt. Das ist also dann die vernünftige Lösung für, ich will gar nicht sagen Vielfahrer, aber für Leute, die ein bisschen mehr fahren und ein bisschen was investieren können und wollen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne positiv bewerten. Hier kannst du dir anschauen, was ein gutes Intercom ausmacht. Und hier kannst du noch unseren Kanal abonnieren, da würde ich mich richtig drüber freuen. Sehen wir uns hier Dienstags, Donnerstags und Sonntags zu neuen Videos. Bis dahin wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Pass auf dich auf, bis dahin. Ciao.